Hallo an alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Infinity Light. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar geht es jetzt in dieser Folge um Folgendes. Wir haben hier noch ganz, ganz viel Stuff da. Das heißt, der produziert hier erstmal Dark Steel ohne Ende durch. Das ist erstmal ganz schicki. Und dann haben wir hier auch nochmal, können wir ein zweites aufmachen. Machen wir das hier mal die Kohle, nehmen wir mal zur Hälfte weg. Achso, der ist hier noch am durchbraten, ja, okay. Dann können wir hier einmal ja. Ja, okay. So, und dann brauche ich einmal noch Obsidian, nämlich 64 Stück. Und dann haben wir eine relativ gute Dark Steel Produktion auf jeden Fall. So. Was ich jetzt ganz gerne machen möchte, ist nämlich, ich möchte jetzt einmal eine Treppe bauen. So, das heißt, das hier kann sogar tatsächlich noch bleiben. Aber dann geht es im Grunde genommen, geht es dann hier herunter. So, jetzt, das heißt, ich brauche Slabs. Kriegt man das hin irgendwie? Ne, damit kriege ich auch das auf jeden Fall nicht hin. Brauche ich, glaube ich, einen Chisel. Chisel nicht, oder? Oh, ich brauche doch. Auch die Säge brauche ich. Mal gucken. Mal gucken, wie es aussieht. Nämlich und zwar folgendes: So hier, zack, zack, okay. So, und dann müssen wir hier Step by Step das alles abfarmen. Würde auch so gehen, ja. Okay. So, das heißt, hier geht auf jeden Fall ein bisschen was weg, muss man schon mal sagen. Ja, okay. So, dann haben wir hier drei weitere Nether Bricks. Und jetzt fängt schon mal an, hässlich zu werden, sozusagen. Könnt das jetzt hier nochmal aufschneiden, aber zack. Ne? So. Also, nur lieber das hier mal. Okay, so, das heißt, da mal so Step by Step hier alles mal. Gott. So, uns fehlt jetzt eins hier. So eine awesome Treppe. Ja, achso, ich glaube, ich habe eins irgendwo zu viel weggenommen. Eben, okay, das heißt, wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen herumsäge. Hier wieder meine Cover. Zack. 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 Okay. So, wir nähern uns so langsam aber sicher dem Ziel hier. Sehr, sehr schön. Okay, ja, das sieht gut aus. Okay, so haben wir hier wieder eine. Das hier einmal so. Ja. So, wir wollen uns jetzt einmal eine weitere Etage zusammenbauen. So, zack, okay. Aber so einen, eigentlich einen Zwischenraum zu lassen, macht eigentlich, glaube ich, keinen Sinn, oder? Also, werden wir sehen, wie wir das bewerkstelligen möchten. Wobei eigentlich so eine Zwischenwand eigentlich gar nicht so bad. Ja, könnte man durchaus machen. Kann man auf jeden Fall machen. Gehe ich hier noch an, oder? Jetzt hier ganz normal runterlaufe, gehe ich dann an, oder?
Okay. Wir auf jeden Fall in der Konzipierung benötigen, ist, dass wir viel weiter nach unten müssen, glaube ich, wahrscheinlich. Zack, zack. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall erstmal so ein paar Nether Bricks. Nether Bricks. So, das heißt, ich habe hier. Ah, okay. Das heißt, die Dinger brauche ich und die müssen erstmal dann weiterverarbeitet werden. Habe ich davon. Ich müsste davon noch so viele haben, wahrscheinlich. Da. 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 Okay. Hier habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar. Cool. Und da habe ich ein paar. Okay. Das heißt, das sollte aber eigentlich ausreichend sein. So, jetzt suche ich eigentlich noch eine Schüssel. Falls ich keinen mehr habe, wäre das nicht so schön, aber auch nicht so schlimm. Da, doch, da ist auf jeden Fall. Also, wobei ich brauche ja. Doch, eine Schüssel brauche ich schon noch. So, nehmen wir mal unseren Schüssel und damit können wir auf jeden Fall mal alles einmal so hier ausstatten. Damit erhalten wir auf jeden Fall mal schon mal ganz, ganz schicke Blöcke. Und ich kann davon auf jeden Fall einen Teil davon kann ich schon mal so hier machen. Dass wir das auf jeden Fall schon mal mit der Kettensäge einmal zusammen craften. Damit haben wir schon mal 26. Das ist schon mal schön. So, das heißt, wir gehen hier weiter nach unten. Jetzt ist natürlich die große Frage. Wir sind jetzt auf der Ebene 89. Hier oben sind wir auf der Ebene 93. Ich weiß es tatsächlich nicht. Was machen wir denn da am besten, ey? Also das ganze, der ganze Stuff hier muss auf jeden Fall halt irgendwie weg. So, der ganze Stuff muss dann auf jeden Fall weg. Okay. Ja. Hier viel Arbeit auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Okay. Ja, könnte schon sogar schon tatsächlich sein, dass das hier das Ende der Fahnenstange wäre, wenn ich die Treppe bis nach ganz unten baue, sozusagen. Aber schauen wir mal. Nee, noch nicht. Nee, immer noch nicht. Okay. Der gedacht, das wäre jetzt schon das Ende hier. Ah, okay. Hier ist auch tatsächlich das Ende im Gelände, sozusagen. Ende des Machbaren. Das heißt, wir wären auf Ebene 87. Und hier oben sind wir auf Ebene 92. Reicht uns das? Das ist die Frage. Das heißt, da müssen wir jetzt mal gucken. Weil das hier wäre dann sozusagen die finale Ebene. So, ach so, oh Gott, das ist ein too much sozusagen. Hier wäre dann halt nochmal Wand halt oder sowas in die Richtung, da müsste man dann nochmal auch von außen nochmal beigehen. Das heißt, wir hätten hier. Brauchten ja, oh, wie war denn das da gewesen? Wir brauchten einen auf jeden Fall Platz. Dafür, um den spawnen zu lassen. Wenn wir das direkt in den Boden einsetzen, dann hätten, also wenn wir das mit in den Boden integrieren, hätten wir, das heißt, unser Dingens wäre meinetwegen hier. Und wir hätten gerade so diesen einen Platz sozusagen. Nee, hätten wir gar nicht. Hätten wir gar nicht. Das heißt, eigentlich müssen wir schon noch mal um eins nach unten.
Lässt sich hier allerdings ganz, ganz schlecht bewerkstelligen. Oder ich versetze, oder wie kann man das denn machen? Bin gerade am Überlegen. Können wir das am intelligentesten bauen? Können wir das am intelligentesten zusammenbauen? Das ist schon eine gute Frage. Ich habe noch keine so richtige Lösung bisher. Wir könnten theoretisch, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Ja, okay. Ja, ich hab eine Idee. Ja, ich habe tatsächlich eine Idee. Das ist gar nicht so. Die Idee ist gar nicht so schlecht, denke ich mal. Meine Idee basiert jetzt darauf, wir haben das ja schon hier bei der Monsterfalle so ein Stück weit gemacht, dass wir dann nach unten gebaut haben. Hier stoße ich mich immer. Das muss noch weg. Okay, so, zack, 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 zack. Zacki, zacki, zack, zack. Nee, das sollte noch nicht weg. Okay. Bing, bing. So, wir wollten jetzt allerdings erstmal noch mal ein bisschen was ausleuchten mit den Fackeln, weil sonst spawnt hier wieder was. Also meine Idee wäre jetzt nämlich folgende, nämlich zu sagen, das heißt, das hier müsste ja dann wahrscheinlich auch noch mal weg. Ja. Warte mal, dann müssen wir das mal irgendwie mal so hier bauen. Wir hier auf jeden Fall auch das Safe die Möglichkeit haben, das einmal einzuzäunen. Okay. Hier nochmal ein bisschen Cobblestone erstmal übergangsweise. Ja, okay, gut, das wird auf jeden Fall mit dieser Quantum Query und dem Netherstern, das wird noch so lange dauern. Also ich werde mir jetzt erstmal, das ist der nächste Zwischenstep, werde mir jetzt erstmal hier wieder was aushöhlen. Dann werde ich da auch nochmal hier Boden und Co. wieder reinsetzen, dass es auch hier nochmal wieder einen Boden gibt und so ein Käse. Das werden wir wahrscheinlich relativ easy bekommen mit irgendwelchen Laboratory-Blöcken. Hier habe ich ja auch die entsprechenden Rohstoffe auch schon da. Das dürfte kein großes Problem sein. Aber ansonsten nimmt das wahrscheinlich auf jeden Fall schon doch relativ viel Zeit in Anspruch, das Projekt, schätze ich mal. So.
Aber gut, es wird nach und nach, dafür ist das Projekt halt natürlich gedacht, das, ja, oben wurde halt auch nicht an einem Tag erbaut. Das kann man jetzt leider auch nicht ändern, ne? So, zack, zack, zack. Ne, also meine Vorstellung ist jetzt folgende. Ich baue hier einen Boden rein. So, durch diesen Boden ist es so, dass dann, ja, sagen wir es mal so, dann wir dann wieder die Möglichkeit haben, nochmal ein, zwei Ebenen tiefer gehen oder zu gehen. Also eine Ebene. Da kommt dann die Monsterfalle für den River rein, sodass wir da dann halt auch wirklich einen Bereich haben, der komplett abgetrennt ist von allem und wir dort ganz in Ruhe auf jeden Fall Stuff erfarmen können. Können den natürlich auch provisorisch tatsächlich irgendwie anlegen. Das heißt, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oder provisorisch schon mal was anfängt. Aber wie schon gesagt, wir brauchen eine Wand, brauchen wir. Wir brauchen einen Boden hier dafür. Also da ist auf jeden Fall noch einiges, was hier zu tun ist. Okay, so, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall einmal kurz nach oben. Und dann haben wir hier. Ja, aber es wird. Doch, doch, ich bin ganz. Bin da ganz zuversichtlich, würde ich sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle recht herzlich fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis zum nächsten Mal.